bist du? Und wie kommst du dazu, dich in meine Angelegenheiten einzumischen? Du Wurm! Oh mein Gott, dachte Olga. Das ist ja, der sieht ja wirklich so aus wie... Sie schaute sich um. Tatsächlich. Segeltagelage, Totenkopfflagge und überall um sie herum Piraten. Schmuddelige, nach ungewaschenen Unterzeug müffelnde, bärtige, bis an die Zähne bewaffnete Typen mit goldenen Ohrringen, über die Hälfte von ihnen mit einer Augenklappe, manche mit einem Holzbein und einem Eisenhaken statt einer Hand. Und der, der sie mit dem langen Degen bedrohte, war natürlich Bert Braunbart, der blutrünstige Killerpirat. Sie war tatsächlich auf der hinkenden Seekuh, Braunbarts Piratenschiff, gelandet.